Paula und Max. Papa, wann schläft dein Handy? Guten Morgen, Paula. Heute gehen wir mit Mama und Papa in den Zoo, freut sich Max. Hippie, schreit Paula. Ich möchte unbedingt die Pinguine sehen. Und ich die Löwen, ruft Max. Aber Papa, ich darf doch noch gar keinen Kaffee trinken, ruft Max lachend. Mensch, Papa, sagt Paula, Kakao einschenken und aufs Handy schauen, das kann ja nicht gehen. Ja, ihr habt ja völlig recht. Jetzt aber los. Alle anziehen, damit wir uns auf den Weg zum Zoo machen können. Mama, wir wollen doch los. Wir müssen uns beeilen, damit wir rechtzeitig zum Zoo kommen, rufen Paula und Max. Entschuldigt, ich wollte nur noch schnell meine Nachrichten auf dem Handy lesen, murmelt Mama etwas verlegen. Gerade als die vier in die Straßenbahn zum Zoo einsteigen wollen, fällt Papa auf, dass er sein Handy zu Hause vergessen hat. Also rennt er schnell los, um es zu holen. Paula und Max fahren mit Mama schon mal los. Papa nimmt die nächste Bahn. Wofür braucht Papa denn sein Handy im Zoo, will Paula von Mama wissen. Wahrscheinlich, damit er Fotos von unserem Ausflug machen kann, antwortet Mama. Wow, Mama, ruft Max. Guck mal, wie schnell der Löwe fressen kann. Erst dann bemerkt er, dass Mama gerade auf ihr Handy schaut. Max ist enttäuscht, denn jetzt hat Mama das riesige Maul des Löwen gar nicht gesehen. Paula liebt Pinguine. Sie findet den watscheligen Gang total lustig. Als Papa ein Video davon machen möchte, flutscht ihm das Handy aus der Hand und landet mit einem lauten Platsch bei den Pinguinen im Wasser. Oh nein, mein Handy, ruft Papa entsetzt und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Kurz vor dem Einschlafen unterhalten sich Paula und Max über ihren schönen Tag im Zoo. Echt doof, dass Papas Handy kaputt gegangen ist, sagt Paula. Aber warum schauen Mama und Papa eigentlich so oft auf ihr Handy, will Max wissen. Vielleicht haben sie Angst, einen wichtigen Anruf zu verpassen, überlegt Paula. Aber was kann denn sonntags so wichtig sein? Da müssen Mama und Papa doch gar nicht arbeiten, fragt Max. Weißt du was, antwortet Paula. Morgen fragen wir die beiden einfach. Am nächsten Tag im Kindergarten verteilt die Erzieherin Frau Funke Bastelbögen für Handybetten. Handybetten? Wofür braucht man die denn? Wollen die Kinder wissen. Frau Funke erklärt, dass es gut tut, von Zeit zu Zeit das Handy auszuschalten. Dabei soll das Handybett helfen. Hey Paula, ruft Max begeistert. Das wäre ja auch was für die Handys von Mama und Papa. Warum schaut ihr eigentlich so oft auf euer Handy, will Max am Abend von Mama und Papa wissen. Ehrlich gesagt, antwortet Mama, einen wichtigen Grund kann ich dir gar nicht nennen. Im Kindergarten haben wir gelernt, dass es gut tut, die Handys ab und zu auszuschalten, erzählt Paula. Und dabei sollen die Handybetten helfen. Antwortet Papa, das ist ja eine tolle Idee. Die bauen wir gleich zusammen auf. Heute ist Sonntag. Paula und Max haben sich einen Spieletag mit Mama und Papa gewünscht. Die Handys liegen dabei in den Handybetten. Da werden sie übrigens vor dem Abendessen auch immer hineingelegt und manchmal sogar erst am nächsten Morgen wieder aufgeweckt. Irgendwie ist die gemeinsame Zeit so noch viel schöner, denken Paula, Max, Mama und Papa.